Es könnte eine gute Olivenernte werden für Apostolos Papadopoulos, dem neuen Bauern hier. Seit 3 Jahren baut er Oliven an. Er gab sein altes, perspektivloses Leben als Händler in Athen auf. Nun bewirtschaftet er 300 Bäume. Die Olive bietet ihm ein gutes Auskommen. Stadtflucht mit Happy End. Ich glaube, für unsere beruflichen Chancen ist entscheidend, ob wir uns der Entwicklung im Land anpassen oder eben nicht. Ich denke, es gibt auf dem Land gute Perspektiven. Und die lassen sich sogar einfach umsetzen, wenn es darum geht, unsere Agrarprodukte anzubauen und zu vermarkten. Die Olive ist eine empfindliche Frucht. Papadopoulos wohnt in Podochori, wo er auch aufwuchs. Ein Dorf in Nordgriechenland, fernab der Tourismusgebiete. Der Kontrast zur Großstadt Athen könnte kaum größer sein. Den Eltern könne er kaum ausweichen, scherzt der Rückkehrer. Sie überließen ihm ein Häuschen und das Land für den Neustart aus der persönlichen Krise. Sehr viele Eltern unterstützen ihre Kinder auf unterschiedliche Weise. Das ist zurzeit so. Nur so können die Jungen die schwierigen Zeiten durchstehen. Die Familie ersetzt den Staat, aber wir machen das gerne. An der Dorfstraße liegt die Tanzschule von Katharina Spertu. Sie zog es ins Dorf ihrer Mutter und machte sich vor 1 Jahr selbstständig. Ich habe nach etwas Neuem gesucht, denn in Athen, wo ich wohnte, gab es keine Jobs mehr. Ich bin dann auf ein Förderprogramm der Europäischen Union gestoßen, das Selbstständige wie mich unterstützt. Ich bin hierher gekommen, weil meine Mutter aus dem Dorf stammt. Anfangs dachte ich, es wird sehr schwierig, aber es läuft erstaunlich gut. Der größte Arbeitgeber des Dorfes ist die Ölmühle. Fast alle hier leben direkt oder indirekt vom Olivenöl. Binnen 24 Stunden müssen die Oliven verarbeitet werden. Nur dann gibt es die gewünschte Top-Qualität Extra Vergine, die sich später besonders gut verkaufen lässt. Die Besitzerin freut sich über die Rückkehrer, die das Dorf wieder beleben. Die Qualität stimmt auch diesmal. 4 Euro bekommt ein Olivenbauer für 1 Liter von Händlern in der Umgebung. In den letzten Jahren ist die Produktion gestiegen, weil die Nachfrage enorm zugenommen hat nach dem nationalen Produkt Griechenlands. Immer mehr Leute in Europa erkennen seinen Wert, denn das Olivenöl ist einmalig gut und übertrifft in seiner Qualität alle anderen Speiseöle. Am Rande des Dorfes hat ein Rückkehrer sogar ein Restaurant eröffnet. Yannis Stamatelos wagte den Schritt, obwohl die Griechen kaum noch auswärts essen. Doch er glaubt, eine traditionelle Hausmannskost wie dem Lammeintopf Gäste zu gewinnen. Entscheidend ist nicht, ob wir Geld investiert haben, alles vernünftig eingerichtet haben. Wichtig ist, dass wir Zeit investieren. Manchmal braucht man für den Erfolg etwas länger, 2, 3 Jahre. Diese Denkweise ist griechischen Unternehmern noch völlig fremd, aber die Zeit ist entscheidend. Das Restaurant ist ein beliebter Treff für Rückkehrer. Ihnen fehlt nicht die Stadt. Und Sie können sich vorstellen, in der alten Heimat für immer zu bleiben.